Nach mehrmonatiger Pause kreuzen wieder Rettungsschiffe im Mittelmeer, um Flüchtlinge aufzunehmen. Während der Corona-Pandemie waren Grenzen und Häfen geschlossen. Hilfsorganisationen mussten die Seenotrettung aus Sicherheitsgründen einstellen. Doch die Zeit drängt, denn Menschen fliehen weiterhin aus dem kriegserschütterten nordafrikanischen Land Libyen. Dort hat sich ebenfalls coronabedingt die Lage für Flüchtlinge noch weiter verschlechtert. Dringend benötigte Humanitärhilfe blieb aus. Viele Menschen sehen deswegen nur einen Ausweg, Flucht. Am vergangenen Wochenende brachte das Schiff Mare Jonio der Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans bei seiner ersten Rettungsaktion seit dem Lockdown 67 Menschen nach Sizilien. Für die Seenotretter im Mittelmeer gelten wegen Covid-19 verschärfte Sicherheitsregeln. Wir mussten unsere Protokolle bei der Verteilung von Lebensmitteln und Kleidung ändern. Wir haben uns im Grunde an dieselben Regeln gehalten wie in einem Krankenhaus. Wir hatten Handschuhe, Visiere, Schutzkleidung. Natürlich war es nicht einfach, wenn man 67 Leute an Bord eines Schiffes hat, das nicht besonders groß ist. Vor allem, wenn man die soziale Distanzierung zwischen dem Team und den geretteten Menschen einhalten muss. Die Zahl der Flüchtlinge aus Libyen hat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugenommen. Noch ist es zu früh, um eine Verbindung zur Pandemie herzustellen. Tatsächlich hat der Missionsstopp der Rettungsschiffe Migranten nicht davon abgehalten, sich auf den Weg zu machen. Le ONG in quel periodo non potevano esercitare proprio per una mancanza di un approdo. Die Schiffe der Seenotretter konnten nicht operieren, weil keine Häfen zur Verfügung standen. Es gab keinen Ort zum Ausschiffen der Migranten. Dennoch blieb die Zahl der Flüchtenden hoch. Das beweist, dass nicht die Tätigkeit der Retter den Anreiz zur Flucht gibt. Sospetta correlazione che a volte si dice che le ONG o queste navi siano facilitino l'immigrazione clandestina. Berichte von Flüchtlingen machen deutlich, dass vor allem die andauernde humanitäre Krise in Libyen den Ausschlag zur Flucht gab. Als wir ihnen sagten, dass sie 14 Tage in die Selbstisolation müssten, reagierten sie gar nicht. Ihr Hauptziel bleibt, dem, was sie die libysche Hölle nennen, zu entkommen. In den kommenden Monaten könnte die Pandemie den Umverteilungsmechanismus der EU und die Wiedereröffnung der Grenzen nach nationalen Sperren in ganz Europa beeinträchtigen.